Mit einem interaktiven Programm kann man manchmal sehr spannende Sachen lernen und für sich entdecken. Ich habe im August 2014 einen Barcode-Generator geschrieben in Processing. Der Code, den mache ich Ihnen im Video verfügbar. Da gibt es einen Link auf einen Gist bei GitHub. Und hier sehen Sie das Ausgabefenster dazu, den Barcode. Als ich das Programm geschrieben habe, habe ich mich orientiert an der Wikipedia-Seite, die erklärt Ihnen hier nochmal diesen Barcode, den kennen Sie alle von den Produkten, die erklärt Ihnen ausführlich, wie die Historie ist, wie der Standard aussieht und wie man einen Barcode konstruiert. Hier unter diesem Kapitel, Unterkapitel Codierung, steht Ihnen so einiges verraten, wie dieser Strichcode zusammenkommt. Wenn man das so liest, was ich alles gemacht habe, versteht man durchaus, wie man das Ganze zu programmieren hat, aber so einige subtile Dinge sind mir erst aufgefallen, als ich das Programm interaktiv hatte. Schauen wir uns das mal hier an. Mit der rechten und linken Pfeiltaste kann ich hier durchnavigieren durch die Stellen. Das Erste, was Ihnen auffallen wird, wenn ich jetzt wieder nach rechts gehe, sehen Sie, wir sind nach links wieder gesprungen. Die äußerste rechte Stelle kann ich überhaupt gar nicht beeinflussen. Was passiert da? Wenn ich jetzt mal 1, 2, Sie sehen immer dort, wo rot ist, kann ich meine nächste Ziffer eingeben. 3, 4, fällt Ihnen was auf, wenn Sie ganz nach rechts schauen? Auch wenn ich hier weiter verändere. Die rechteste Stelle hier, die lässt sich überhaupt gar nicht verändern. Das ist eine Prüfziffer. Die wird also aus all diesen anderen Ziffern abgeleitet und gibt einen bestimmten Wert, der hilft beim Scannen, zum Beispiel mit einem Laserscanner, zu entdecken, wurde ein Scanfehler gemacht. Das kann ja manchmal passieren, dass ich Verschmutzungen auf dem Strichcode habe und deswegen den eigentlichen Zahlencode nicht sauber erkenne. Das ist also die erste Entdeckung, die man macht. Die letzte Ziffer ist nicht beeinflussbar, eine Prüfziffer. Schauen wir uns mal an, was passiert, wie die erste Stelle kodiert ist. Völlig spannend, wenn man das ausprobiert. Wir setzen mal hier überall eine 0 hin. So, und jetzt gehen wir ganz nach links vorne. Und jetzt mache ich erstmal eine 1, dann eine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Fällt Ihnen was auf? Jetzt bei der 0 sind die Balken hier auf der linken Seite alle gleich. Ich mache nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Die erste Ziffer ist also kodiert durch ein Strichmusterformatierung hier auf dieser Seite. Die wird also nicht extra separat kodiert wie alle anderen Ziffern, sondern sie ist eine bestimmte Art der Invertierung und Nicht-Invertierung dieser Muster hier drüben. Es ist also faszinierend so zu sehen, dass man beobachten kann, wie die erste Ziffer die Darstellung in diesem linken Block verändert. Wenn Sie hier jetzt 1, 2, und 3 oder sowas da reintippern, irgendwas. Das ist ein bestimmtes Format, was Sie aus dem Standard entnehmen müssen, aber das sieht trotzdem anders aus. Ihnen ist das vielleicht auch schon aufgefallen, wenn wir hier überall 0 reinsetzen, dann sieht das trotzdem anders aus als auf der rechten Seite, weil das eben abhängt von dieser 5. Die Seite wiederum hier ist völlig autonom für sich. Nicht irritieren lassen, die ganz rechte Stelle ist wieder die Prüfziffer. Der Block hat also eine eigene Farbkodierung, Strichkodierung, sorry, und der linke eine andere, die gekoppelt ist an die dort vorne. Das fällt dann alles auf, wenn man interaktiv mit diesem Programm herumspielt. Gucken wir nochmal zurück in diesen Wikipedia-Artikel. Was Sie hier unten entdecken ist, es gibt sogar eine Prüfziffernberechnung in Java. Das ist diese ganz hinten die Stelle. Da gibt es einen Code. Und den habe ich damals in Wikipedia ergänzt. Den finden Sie in dem Programmcode auch genauso wieder. Den haben wir, kleinen Augenblick, wo ist er versteckt? Ich muss schon dran vorbeigeschraubt sein. Da ist das Calc-Checksum Digit. Wenn Sie mal den Code hier vergleichen, da drüben
Int Digit Sum, dann Multiplier 3, dann wird hier durchgelaufen, ist identisch und so weiter hier. Und in der letzten, im Return, da habe ich das damals geschrieben. Das stand auch hier im Wikipedia-Artikel und hier hat jemand das geändert. Und das fand ich auch sehr spannend, als ich das jetzt ein Jahr später mir anschaute. Wikipedia, da wird immer wieder dran gearbeitet. Die Versionen entwickeln sich weiter. Was ich eine spannende Sache finde, wenn wir uns das mal hier anschauen unter Java, da können Sie entdecken, die Prüfziffernberechnung in Java, die habe ich irgendwann hinzugefügt. Ich sehe es gerade nicht ganz, hier haben wir es. Dominikus H., das bin ich, habe damals den Java-Code hinzugefügt und kurz darauf begann es, dass hier jemand die Prüfziffernberechnung in Java versucht hat zu korrigieren, überflüssiges Modulo entfernt und kurz darauf hat jemand anders die Modulo-Entfernung wiederum korrigiert. Also der Code entwickelt sich über die Zeit weiter. So etwas werden Sie immer wieder entdecken in Ihrem Leben als Entwickler, Entwicklerin, wie sich Code weiterentwickelt, spannende Wendungen nimmt, die Sie nicht ganz so vorhergesehen haben oder wo Sie an eine bestimmte Codezeile nicht gedacht haben. Spielen Sie ein wenig mal damit herum, mit dem Barcode, und schreiben Sie andere Programme. Das Interaktive macht eine Menge Spaß, etwas herauszufinden und ein bisschen damit rumzuexperimentieren.